So, ihr lieben Freizeitpark-Freaks, wir sind erfolgreich im Holiday Camp angekommen. Ja, die beiden haben jetzt ihre Hütte das erste Mal gesehen und ja, also es ist okay. Also es ist definitiv keine 200 € wert oder 250 € wert. Der Frank hat schon fleißig die Toilette eingeweiht, ihm geht's gut. Er sieht jetzt auch tiefenentspannt aus, wenn er so durchs Schilf kommt. Ist eine schöne Kulisse hier im Heidepark. Also wie gesagt, Robin ist auch dabei. Das ist definitiv keine 200 € wert, definitiv nicht. Also 100 maximal in der Hauptsaison, würde ich jetzt mal so ganz krass sagen. Aber Rauchmelder haben wir und ja, zwei Betten hat halt Jugendherbergen-Stil. Ne? Also wenn man gern noch mal in die Vergangenheit zur Kindheitserinnerung zurück möchte, ist man, glaube ich, hier sehr gut aufgehoben, würde ich mal sagen. Ja, Aschka-Beschka haben wir hier vorne auch. Wir haben die goldene 276 und ich glaube, heute Abend werden wir viele Haustiere haben, wenn wir hier noch draußen sitzen und noch was trinken. Muschis. Ja, Muschis haben wir heute auch schon gesehen, Katzen. Miau. ja, ist einigermaßen, so wie es hier aussieht, gut belegt. Aber ich glaube, hier neben Nachbar haben wir, glaube ich, keine. Wir gucken jetzt mal einfach ganz heimlich so durchs Fenster, aber es sieht sehr unbezogen aus. Wir sind jetzt mal Spionage XY. Solange wir jetzt gleich keinen nackt erwischen. Ne, ist auch leer. Gehen wir mal rüber. Also wir haben, glaube ich, gar keine Nachbarn. Ah, doch, da haben welche drin geschlafen. Da haben welche drin geschlafen. Das Bett ist nicht gemacht. Ja, hier muss man, glaube ich, die Betten selber machen. Hier kommt keine nette Dame rein, die sagt, Betten machen! Wie bei Wernersen. Betten machen! So, ich glaube, jetzt habe ich das Holiday Camp aufgeweckt. Aber wir sind ja auch Freaks, wir dürfen das. Ja, wir gehen jetzt mal so gleich so langsam zum Eingang. Und ja, werden mal unsere Karten holen. Und ich habe nämlich auch langsam Hunger. Die beiden haben ja heute Morgen, wo ich gechillt habe im Auto, haben die ja ihre Stullen gegessen. Da hat das Ganze. Nein, ja, Öppis. Ah, Öppis. Papa hat die Stullen gegessen. Ich wollte gerade sagen, irgendwann kam nämlich ein Käsegeruch. Und ich habe gedacht, so, hä, wo kommt der denn jetzt hin? Wir haben ja gar nicht angehalten. Da war er dann gemütlich, aber am Kauen. Aber so ein Kaffee wäre jetzt nicht verkehrt. Ich hatte meinen letzten Espresso um 4:45 Uhr oder sowas. Wir sind auch gut durchgekommen. Und das Wetter ist hier eigentlich ganz gut. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich drinnen, eure Freaky.